So, das ist unser Expander-Team. Es wird zu jedem Stand etwa 5 Minuten kommen. Sie haben 5 Minuten Zeit, mal kurz innerhalb von 2 Minuten Ihr Projekt vorzustellen. Ansonsten wünsche ich Ihnen da viel Spaß bei dieser Abschlussmesse. Vielen Dank. Projekt ist das sogenannte Energierad. Oftmals weiß man ja gar nicht, was es eigentlich heißt, irgendwie 100, 200 oder 1000 Watt zu produzieren. Und eigentlich ist der Witz von dem Ganzen, dass wir das hier ein bisschen näher bringen, quasi die Kombination zwischen der Muskelkraft, die man aufbringen muss, und dem, was dann schlussendlich dabei rauskommt. Nämlich, wenn man jetzt so einen Toaster hat und feststellt, ja, der er braucht 2000 Watt beispielsweise an Leistung, dann stellt man recht schnell fest, dass es ziemlich unmöglich ist, diese 2000 Watt auch physisch aufzubringen. Und ja, dann gibt es noch eine Steigungssimulation und ein paar Fragen so rund um das Thema, die man sich auf dem Display eben anschauen kann und dann im Idealfall ein bisschen was zum Thema Stromverbrauch lernen. So, und jetzt kannst du drauf bauen. Ist jetzt wieder geht. Wenn they are not here yet, support. Servus, mein Name ist Christian Almasul, ich bin einer von insgesamt 9 Gruppenmitgliedern und wir haben uns das letzte Semester um ein Tiny House gekümmert namens Woody, wo wir technisch erprobt haben, wie wir den Woody, das Tiny House, autark machen können mit Strom, WLAN, Versorgung. Es war ein aufwendiges Projekt, das uns aufgezeigt hat, was die Grenzen der Solartechnik ist, der Batterietechnik, aber wo wir auch viel dazulernen durften. Das Projekt heißt Smarte Sicherheitstür. Es soll eine Tür für das Woody geben. Es gibt großes Tiny House, bei der Hochschule Meerestingen, Campus Köppingen, das dann mit einem smarten Türsystem ausgestattet werden soll. Was wir hier haben, ist quasi einmal ein RFID-Scanner mit einem Tag, der eingespeichert ist, und auch einer Karte, die nicht eingespeichert ist. Wenn man es jetzt beispielsweise hier hinhält, dann sieht man im Code Access Denied auf der rechten Seite beim Bildschirm. Ich war jetzt gerade genau in dieser Zeile. Das bedeutet, der Tag wurde nicht eingespeichert. Verwenden wir jetzt den blauen Tag, der eingespeichert wurde im Programm, dann erkennt das Programm ihn und entsperrt über einen Elektromotor, der angesteuert wird, das Schloss.
Was ist das hier? Das ist ein Tennisroboter. Ja. Und der soll, also hier, der Bereich ist das Ab, der Ersatz für ein Abziehnetz. Also normalerweise können das zwei Personen immer machen. Mhm. Und das tut erstmal den Platz dann abziehen, nachdem man Tennis gespielt hat. Ja. Und vorne stand so eine Bürste, das nochmal die Linien sauber macht. Okay. Also gut, wir haben hier unser Projekt Virtual Patient. Virtual Patient ist ein Großprojektname, der zielt darauf ab, praktisch körperliche Funktionen, also Organe, wie zum Beispiel die Lunge jetzt hier, die wir darstellen, zu erstellen und dann daran medizinische Geräte zu testen, weil wir oft in der Industrie eben nicht die Chance haben, diese Geräte wirklich an einer Live-Vorstellung zu testen. Ja. Genau, die Lunge hat die Maße einer echten Lunge. Wir haben ca. 10 Liter jetzt hier. Wir haben auch die Geschwindigkeiten eingehalten, die ein Mensch wirklich atmen würde, damit wir eben das real simulieren können. Hier erkennt jetzt auch gleich das Beatmungsgerät, dass es hier sich um eine spezielle Atmung handelt. Je nachdem, wie wir unseren Modi einstellen. Wir haben 6 verschiedene Modis. Wir haben jetzt hier nur 3 dargestellt auf dem Plakat. Wir haben 6 Modi. Erkennt auch das Gerät dann direkt, wie es arbeiten muss, um den Patienten am Leben zu erhalten. Unser Projekt hat sich ja um die Climate-Anlage dann eben gedreht, die sich da jetzt hier hinter dem Gebäude 5 dann eben befindet. Ging es eigentlich hauptsächlich um die Konzeption und die Planung, das dann eben auch zu verlagern, hinten an das Rudi-Haus. Wie man es hier auch sehen kann, das steht dann in Straße 6 direkt hinter dem Gebäude quasi auf der Freifläche. Da wir jetzt leider keine Baugenehmigung für das Rudi hatten, mussten wir das jetzt halt nur konzipieren und dann eben planen. Weshalb wir das dann auch nicht praktisch leider umsetzen konnten. Also das heißt, in die Planung sind dann solche Sachen eingeflossen, wie jetzt die Energiespeicheranalyse, also welchen Akku wir dann im Endeffekt benutzen, dann allgemein auch die Steuerung, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, also wann sich das dann auch wirklich rentiert. Es braucht sehr lange mit so einer Climate-Anlage, klar, da kommt auch nicht so viel Energie raus. Jetzt auch hier zwischen den Wohngebäuden mit dem Wind ist ein bisschen schwierig. Ja. Da kommen wir auf eine Maximalenergie von 0,4 Kilowattstunden pro Tag, also mit unter optimalen Bedingungen. Und damit könnte man dann theoretisch halt auch eben 5 MacBooks pro Tag dann laden.